Hallo und herzlich willkommen bei Game Together. EA hat mal wieder ein neues Need for Speed auf den Markt geschmissen. Das nennt sich Shift 2 Unleashed und das wollen wir uns heute mal etwas genauer angucken. Ich erinnere mich noch ganz genau an Need for Speed 2. Es war eine ganz lustige Sache, man konnte im Splitscreen spielen und es ist schon interessant, was so aus dem Spiel nach einer ganz langen Zeit geworden ist. Und das Spiel ist eigentlich immer ein Topseller gewesen, was Rennspiele am PC angeht, weil es einfach nicht so viele Anbieter für Rennspiele auf dem PC gab. Da gab es mal Grid und F1 2010, so Sachen halt. Aber Need for Speed war irgendwie doch immer der Topseller. Und ob das so geblieben ist, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Da sind wir dann nämlich auch schon bei der Karriere. Die Karriere verläuft so, wie im echten Leben auch die Karriere leider quasi. Ihr fangt wie immer ganz klein an und kommt irgendwann hoffentlich mal ganz groß raus, wenn ihr euch nicht ganz blöd anstellt. Das ist aber auch eigentlich sehr, sehr gut machbar. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Events geboten, wie zum Beispiel Driftrennen oder Zeitrennen oder normale Rennen. Lauter so Sachen eben. Und hier sehen wir dann direkt auch schon eins der ersten Rennen noch im Focus ST. Wenn ihr glaubt, es läuft euch alles ein bisschen zu langsam und die Autos geht nicht wirklich vorwärts, dann kann ich euch sagen, das ist alles eigentlich nur eine Vorbereitung darauf, dass ihr dann später die richtig großen, schweren Autos, wirklich schwierige Autos fahrt. Wie man jetzt auch hier gleich sehen kann, und zwar unseren Gumpert Apollo. Was zu Shift 2 natürlich noch zu sagen ist, ist, dass es kein illegales Street Race Game ist, sondern es geht eigentlich nur um legale Rennen auf normalen Weltstrecken, wie zum Beispiel auch der Nordschleife, die wirklich gut in Szene gesetzt sind. Ich war zwar noch nie wirklich auf einer Rennstrecke, aber ich kenne die aus anderen Rennspielen und sie sehen jetzt nicht wirklich anders aus in denen und von dem her vermute ich einfach mal, dass die so übereinstimmen. Ja, wie schon gesagt, die vielen schönen Events sind zwar manchmal nicht ganz einfach, wie zum Beispiel das Driften, da muss man sich sehr, sehr lange dran gewöhnen, aber es gibt auf jeden Fall genug. Zwar nichts sonderlich Neues, aber trotzdem, es gibt es immerhin, nicht nur einfach stumpf Rennen fahren. Beim Autohändler, da könnt ihr euch dann mit dem erfahrenen Geld, was ihr in der Karriere bekommt, oder auch im Multiplayer, könnt ihr euch neue Fahrzeuge kaufen. Und ich habe mir jetzt einfach mal den Porsche GT3 RS geholt, um euch zu zeigen, wie denn das Tunen so funktioniert. Das sind eigentlich im Großen und Ganzen nur Leistungsupgrades, wie zum Beispiel den Motor verbessern, dann den Antrieb, das Getriebe, den Turbolader, die Bremsen, die Reifen, alles könnt ihr da quasi dann verbessern, Upgrades verkaufen und bis ihr dann später eine richtige Rennmaschine quasi da habt. Natürlich gibt es auch wieder Farben und Finals. Entweder ihr macht euch eure eigenen Finals oder ihr nehmt irgendein voreingestelltes. Die Felgen könnt ihr euch dann natürlich auch selber wählen. Ja, da kommen wir zur Präsentation. Wie ich schon gesagt hatte, wollte ich gucken, ob Need for Speed eine Konkurrenz ist für Gran Turismo oder Forza oder ähnliches, weil ich sowas dem Spiel mittlerweile eigentlich voraussetzen kann, würde ich jetzt so sagen, weil die anderen haben eigentlich recht gute Vorarbeit geleistet und Need for Speed muss eigentlich nur noch nachziehen. Und da hat mich dann interessiert, wie es so mit der Grafik verhält, wie es mit der Fahrphysik ist und lauter so Sachen eben. Und ich muss sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht geworden. Die Fahrphysik ist sehr realistisch, soweit wie ich das jetzt beurteilen kann, aber das Auto bricht eben aus, wenn es soll, wenn man es möchte, dass es soll. Und wenn man dann ganz ohne Fahrhilfen fährt, dann wird man es auch merken. Also wenn ihr denkt, das ist so einfach, dann macht mal die Fahrhilfen aus, fahrt auf eine Runde Profi und dann gucken wir weiter. Was natürlich auch noch neu in dem Spiel ist und was sehr erwähnenswert ist, ist die Helmkamera, wie man es jetzt hier sehen kann. Und zwar, ich habe die Rechtskurve und mein Kopf dreht sich nach rechts und guckt in die Kurve rein. Das heißt, ich sehe weiter in die Kurve und kann sehen, wann die Kurve zu Ende ist und somit auch besser raus beschleunigen. Und das ist mal was Neues und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, in dem Menü, was sehr, sehr schön angeordnet ist, muss man, wie man sagen muss, gibt es nichts Besonderes, wie zum Beispiel gibt es hier Karriere, schnelles Rennen, Garage, Autohändler, Optionen. Muss ich nicht weiter drauf eingehen, worauf ich aber sehr, sehr gerne eingehe und was auch sehr interessant ist an dem Rennspiel, ist das Schadensmodell.
finde ich nicht sonderlich gut, muss ich ehrlich sagen, aber wenigstens gibt es ein Schadensmodell und ihr könnt eure Autos quasi komplett zerstören, wie zum Beispiel einen Motorschaden könnt ihr euch holen oder ein Rad könnt ihr verlieren, lauter so Sachen eben. Alles einstellbar, wie ihr es in der Schwierigkeit haben wollt. Die Autos und Strecken sehen wirklich gut aus, kann man nichts sagen. Und auch die Sounds sind sehr überzeugend. Da möchte man sich direkt mal in echt so in so ein Teil reinhocken und es mal richtig rocken lassen. Und da wären wir auch schon beim Multiplayer. Der Multiplayer, ja, beziehungsweise im Multiplayer bekommt ihr alle Rennsaisons oder ja Rennarten geboten, die ihr auch schon in der Karriere kennenlernt. Der Multiplayer ist jetzt nicht so der Brüller, weil es läuft alles über Hosts, also quasi ein Spieler stellt seinen PC als Server im Internet zur Verfügung und ihr spielt dann alle über seine Leitung quasi mit. Und wenn der jetzt eine beschissene Leitung hat oder irgendeiner, der da mitfährt, dann schon blöd, weil dann leckt alles nur noch, beziehungsweise ja, die Show der Fahrzeuge über die Strecke quasi. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ansonsten macht der Multiplayer natürlich auch Spaß, weil man da eben gegen echte Gegner fährt und nicht nur gegen KI. Aber die echten Gegner sind halt auch brutaler als die KI. Die KI weicht dann immer noch mal aus, aber ja, wenn halt einer echt gewinnen will, dann schafft das auch. Weil hier wäre ich jetzt Erster gewesen, aber er zieht mir halt einen Arsch weg. So ist es halt. Natürlich bekommt er auch im Multiplayer dann wieder Geld, das ihr in eure Fahrzeuge stecken könnt. Ja, im Großen und Ganzen gibt es nicht viel bei Need for Speed Shift zu meckern. Nochmal die ganzen Punkte kurz. Schnelldurchlauf quasi. Sehr schöne Fahrphysik, sehr schöne Autos, sehr schöne Strecken, schöne Spielmodien. Was stört, ist, dass das Spiel sehr leistungssaugend ist, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr auf zu hoher Einstellung spielt, dann merkt ihr eine Lenkverzögerung, weil der Prozessor nicht mehr hinterherkommt. Das ist schlecht programmiert und das fand ich persönlich sehr, sehr schlecht, weil ich konnte nicht auf Volldetails spielen.